have to warm, good. I have to stay warm, you know? Es ist bei weitem nicht das erste Fotoshooting der texanischen Sängerin Alicia Shibola, die seit knapp 3 Jahren in Hannover lebt. Aber ein besonderes. Denn bei der Fotoaktion von Women in Music Hannover steht die 31-Jährige diesmal für mehr als eine Frau. Ich fühle mich ziemlich integriert und als ob ich Teil einer Sache werden darf, die so viel größer ist als ich. Mehr davon. Wir brauchen echt mehr davon. Das ist eine wunderbare Erfahrung und ich bin einfach nur glücklich, dabei sein zu dürfen. Die landesweite Initiative Women in Music Hannover will Ungerechtigkeiten in der Musikbranche sichtbar machen. An weiblichen Nachwuchstalenten mangelt es nämlich nicht. Doch die verschwinden häufig in pädagogischen und sozialen Berufen. Daran sind auch die Arbeitsbedingungen schuld, die nicht sehr familienfreundlich sind. Kann nicht angehen, haben sich diese beiden Frauen hier gedacht und 2019 Women in Music Hannover gegründet. Sie wissen, die Musikbranche ist in allen Bereichen sehr männerdominiert und Männer fördern eben lieber Männer. Also es fehlen auch Vorbilder, ganz einfach. Ja. Es fehlen Vorbilder, weibliche Frauen in Führungspositionen, gerade rund um den Musikbereich, sei es im Radio, in den Airplays, an den Entscheiderstellen, sei es beispielsweise bei den Plattenfirmen, in den Schnittstellen. Dort fehlen einfach die Frauen. Wir brauchen das gelebt eben mit Frauen in Führungspositionen, damit sich das für die Zukunft auch ändert. Außerdem fehle es häufig an gleichberechtigter Bezahlung in der Musikbranche, verdienen Frauen nämlich teilweise bis zu 30% weniger als ihre männlichen Kollegen. Das kennt auch Alicia. Ihre Lieder handeln davon, wieder aufzustehen und weiterzumachen. In dieser Branche erfährt man eine Menge Ablehnung. Du hörst häufig ein Nein und es kostet dich viel Zeit, Energie, Geld und Tränen. Aber du musst weitermachen und dir immer wieder die Frage stellen, warum mache ich das nochmal? Und dann habe ich mein Ziel wieder vor Augen und das ist, anderen Menschen mit meiner Musik wieder Auftrieb zu geben. Now I know how to fly.